Bundestag, da wird es heute spannend. Die Opposition darf mit der Regierungspolitik abrechnen. Es geht um den Bundeshaushalt, um Bildung, Rente und natürlich die Flüchtlingspolitik. In der Generaldebatte dürfte aber auch der Fall Maaßen eine große Rolle spielen. Der oberste Verfassungsschütze hatte ja im Zusammenhang mit den Vorfällen in Chemnitz Hetzjagden und ein entsprechendes Video angezweifelt. Unser Hauptstadtkorrespondent Mathis Feldhoff wird all das heute vor Ort verfolgen. Guten Morgen, Mathis, vor dem Reichstag zunächst. Womit rechnest du? Wie turbulent könnte es werden heute? Ich glaube, man muss kein großer Hellseher sein, um zu sagen, dass es echt turbulent wird, weil der Fall Maaßen, aber auch die Vorfälle von Chemnitz werden diese Debatte sicher bestimmen. In den letzten Tagen sind die Auseinandersetzungen ja schon härter geworden. Man hat das gemerkt, insbesondere die Auseinandersetzung mit der AfD ist deutlich schärfer geworden. Die Union spricht inzwischen auch schon von Rechtsradikalen, die sich in der AfD versammeln. Da werfen auch die kommenden Wahlen in Bayern und auch in Hessen die Schatten voraus. Die Auseinandersetzung wird jetzt deutlich schärfer geführt. Mathis, zum Fall Maaßen nochmal. Er hat für viel, viel Irritationen und Zweifel gesorgt, ist dann zurückgerudert. Was ist da jetzt zu erwarten? Naja, ist erstmal das formale Prozedere. Herr Maaßen muss vor dem parlamentarischen Kontrollgremium am Nachmittag erscheinen. Das ist tagt ja geheim und am frühen Abend dann vor dem Innenausschuss. Da wird auch Horst Seehofer kommen und seine Sicht der Dinge darlegen. Herr Maaßen wird erklären müssen, warum er dieses Interview gegeben hat, warum er der Kanzlerin damit quasi widersprochen hat, warum er wirklich Öl ins Feuer der aufgeheizten Debatte gegossen hat. Diese Fragen sind ja alle nicht geklärt. Er wird unter anderem ja erklären müssen, warum er ja das Video, das sich inzwischen ja als echt herausgestellt hat, warum er eingeschätzt hat, dass dieses Video nur eingestellt worden ist ins Internet, um von diesem Tötungsdelikt abzulenken. Eine Frage, zu der er bisher gar nichts gesagt hat. Also die bisherigen Einlassungen von Herrn Maaßen werden sicher nicht ausreichen, um die Wogen zu glätten. Und danach wird man sehen, ob Herr Maaßen als Verfassungsschutzpräsident weiter zu halten ist. Der Druck lässt jedenfalls auf keinen Fall nach. Dankeschön, Mathis Feldhoff. Wir sprechen später noch einmal wieder und der Fall Maaßen beschäftigt uns jetzt weiter. Danke erstmal.